Hallo, herzlich willkommen bei Reif für die Couch, dem Podcast für alle Erschöpften, deren Leben besser werden darf. Mein Name ist Sabine Bimmler, ich hoste diesen Podcast, den YouTube-Kanal und ich würde heute gern mit dir über das Thema frühe Hilfen für erschöpfte Eltern reden. Dazu habe ich meine wunderbare Kollegin Elke Lademacher aus Leverkusen im Interview und sie erklärt, warum es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen. Wir sprechen über Eltern, die an ihre Grenzen kommen, über Hilfsangebote für Eltern, in diesem Fall tatsächlich Hilfsangebote, die durch den Bund in Form eines Präventionsprojektes bereitgestellt werden. Aber es sind natürlich auch konkrete Tipps drin und vor allen Dingen Ermutigung für junge Eltern, auch junge Mütter insbesondere, sich Unterstützung zu holen, sich ein Dorf an die Seite zu holen, damit sie ihr Kind einerseits erziehen und begleiten können in diese Welt und andererseits aber auch lernen, gut für sich zu sorgen. Es war ein wunderbares Interview und ich freue mich drauf und wir schalten jetzt rein. Liebe Elke, wie schön, dass wir heute hier miteinander sprechen. Ich würde dich bitten, einfach mit einer kurzen Vorstellung anzufangen, damit die Leute wissen, wer da eigentlich gerade spricht. Wer bist du? Wo arbeitest du? Erzähl mal. Okay, mein Name ist Elke Lademacher und ich bin genau wie Sabine Psychotherapeutin. Und arbeite in einem Projekt, das Frühe Hilfen heißt, also in der Familienhilfe. Und da werde ich wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Und aktuell bin ich aber in Elternzeit, das heißt gerade nicht im Dienst sozusagen. Gerade nicht im Dienst, aber bald wieder. Genau. Ja, und das ist ja auch so ein Thema, was uns zusammengeführt hat. Ne? Als wir uns kennengelernt haben, da war ich schon Mutter und du warst auf dem Weg, Mutter zu werden. Ich formuliere das mal so. Und das ist ja auch ein Thema, über das wir uns immer wieder austauschen, wenn wir uns treffen. Ne? A, dieses Thema Mütter sein. Und umso spannender finde ich es, dass du jetzt auch deine Psychotherapeutenausbildung genau an der Stelle nutzt. Erklär doch mal, was ist das Ziel von den frühen Hilfen, von diesem Projekt, was die Stadt Leverkusen da etabliert hat? Genau. Die frühen Hilfen sind eigentlich ein bundesweites Projekt, was in vielen Städten, umgesetzt wird, aber eben unterschiedlich. Und in Leverkusen wird das etwas modellhaft umgesetzt. Das heißt, es gibt ein Team von Sozialpädagogen, Sozialarbeitern und Psychologen, die an verschiedenen Standorten, also in den verschiedenen Stadtteilen in Leverkusen, ein Ladenlokal oder eine Wohnung angemietet haben und dort ein Angebot für Familien mit Kindern unter bis zu drei Jahren machen können. Und jeder Standort hat eben ein unterschiedliches Angebot. Alle Standorte sind miteinander vernetzt und durch diese Stadtteilbezogenheit ist das so ein sehr offenes und in den Stadtteilen präsentes Angebot. In manchen Städten sind die frühen Hilfen eher beim Gesundheitsamt zum Beispiel angegliedert und dadurch nicht so einsichtig. Aber es wäre jetzt schon mal für alle Mütter unter drei, die irgendwie Anschluss suchen, die vielleicht gerne Themen besprechen würden, die mit den Kindern zu tun haben und die noch nicht so recht wissen, wohin, schon mal eine gute Möglichkeit, sich zu informieren, wie werden frühe Hilfen in unserer Stadt angeboten. Genau. Genau, das ist ein kostenfreies Angebot für die Familien und jeder kann kommen. Jeder ist herzlich willkommen und kann die verschiedenen Angebote nutzen. Manche Mütter kommen mit ihren Kindern zum Elternfrühstück, andere nehmen an der Krabbelgruppe teil und manche nutzen eben die Hilfe von den Sozialarbeitern vor Ort oder die psychologische Beratung, die ich dann mache. Jetzt ist das ja aber nicht nur reine Bürgerfreundlichkeit, dass dieses Projekt bundesweit ins Leben gerufen wurde, sondern das ist ja ein Präventionsprojekt. Ne? Kannst du da mal was zu sagen? Genau, also
Das Ziel ist es, die Mütter in den ersten Jahren mit ihren Kindern zu unterstützen, um eben zum Beispiel der Ausprägung von psychischen Erkrankungen oder anderen Überforderungssituationen bei Müttern entgegenzuwirken. Das heißt, erstmal muss keiner krank sein oder irgendeinen Schein oder irgendeine Diagnose oder irgendwas mitbringen, sondern jeder kann kommen und jeder kann auch Entlastung finden. Es ist ganz freiwillig und unverbindlich und eigentlich finden es die Mütter auch ziemlich nett bei mir. Auch viele Sachen einfach auf die Beine stellen im Stadtteil, also auch Feste und Feiern oder Aktionen in den Sommerferien, die einfach die Familien machen können. Ja, wir haben das ja beide relativ ähnlich erlebt, ne? Du bekommst irgendwann ein Kind und dann bist du ja als Frau auch sehr auf dich allein zurückgeworfen, ne? Plötzlich sitzt du da zu Hause, es mag Männer geben, die da länger bei ihrer Frau sind, also in meinem Umfeld und bei mir selber war es so, dass mein Mann weiter arbeiten gegangen ist und ich mit dem Kind erstmal zu Hause war und dann kommen diese ganzen neuen Themen, also gesundheitliche Sorgen ums Kind, die man hat, die Sache mit dem Stillen, die vielleicht nicht so klappt und ja, auch die eigene Erschöpfung, die damit reinspielt. Also ich finde, das ist, war eine der, naja, ich habe immer gesagt, ich wünschte, mir hätte einer gesagt, was das heißt, Kinder zu haben. Anspruchsvoll, das ist. Genau, also viele, also die Ladenlokale oder Standorte der frühen Hilfen sind in Leverkusen, ich möchte jetzt ungern sagen sozialen Brennpunkten, aber schon eher so örtlich so gesetzt, dass einfach Zugang aus vielen verschiedenen Schichten möglich ist. Und natürlich gibt es Mütter, die genauso wie du und ich denken, oh je, jetzt gehe ich nicht mehr arbeiten und sitze zu Hause mit Kind. Ich fühle mich vielleicht so ein bisschen isoliert und möchte mich mit anderen Müttern treffen und austauschen und einfach da einen Kontakt haben. Und meine anderen Freundinnen haben vielleicht noch keine Kinder oder die Kinder sind eben schon älter. Und man sucht auch Kontakt zu gleichaltrigen Kindern für sein Kind. Aber es sind eben auch bei uns Familien, die vielleicht, wo die Mütter alleinerziehend sind oder Flüchtlingsfamilien oder Familien, die tatsächlich finanzielle Sorgen haben oder aus einem Umfeld kommen, wo ja Schwierigkeiten gerade sind oder Streit mit dem innerhalb der Familie, die dann eben nochmal eine andere Unterstützung auch brauchen. Ja, wir hatten ja im Vorfeld auch mal überlegt, ob wir die Folge hier relativ stark auf Mütter mit einer Borderline-Erkrankung ausrichten. Ich habe ja letzte Woche zu dieser Art der Persönlichkeitsstörung eine Folge gemacht, wo ich erstmal informiert habe, worum geht's da, was sind eigentlich die Symptome, wie entsteht sowas, ne? Wie fühlt sich das für die Betroffenen an, wie für die Menschen, die mit dem Borderline-Erkrankten zusammenleben. Und das ist natürlich, wenn ich mir überlege, wie dieser Mensch schon in seinem Leben, ja, genug Herausforderungen damit hat, sich selber zu managen, sich selber zu steuern, zu lenken, sich zu betreuen, sich zu erziehen, was auch immer, ist das natürlich für mich kaum vorstellbar, wie das ist, wenn so jemand ein Kind bekommt. Und tatsächlich habe ich das in der Praxis auch schon einmal erlebt, dass ich jemand hatte mit so einer Diagnose und die hatte ein kleines Kind und das war eine äußerst schwierige Situation. Begegnet dir das auch? Genau, also es ist ja für uns Mütter eine oft schon eine Herausforderung oder wir kommen, es gibt immer Situationen, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo wir nicht mehr können, wo wir erschöpft sind, weil wir Schlafmangel haben, weil das Kind eine blöde Phase hat, weil Zähne kommen, Stillen nicht klappt oder weiß der Geier was. Und weil wo wir einfach anstrengend ist. Weil es einfach anstrengend ist manchmal, genau. Und es ist ja so schon schwierig genug sozusagen mit einem kleinen Kind. Und wenn Frauen, die so eine Borderline-Symptomatik haben, ja Schwierigkeiten haben, selber ihre Affekte zu regulieren,
Und dann ist da so ein kleiner Mensch, der eben auch reguliert werden möchte und muss. Dann ist das eine große Herausforderung, genau. Meine Aufgabe als Psychologin da vor Ort ist auch, die Bindungsfähigkeit zwischen Mutter und Kind eben zu fördern. Und das ist ja auch was, was beim Thema Borderline besonders wichtig ist. Denn die Betroffenen haben ja häufig Schwierigkeiten, Beziehungen stabil zu führen und geraten in dieses Schwanken zwischen ganz viel Nähe und ganz viel Distanz und immer hin und her. Und da die Bindung zum Kind, eine verlässliche Bindung zum Kind aufzubauen, eben auch wieder mit dem Präventionsgedanken, damit das Kind eben gut aufwachsen kann und nicht solche Schwierigkeiten nachher entwickelt, zum Beispiel in der Affektregulation. Mhm. Weil so werden Dinge ja weitergegeben, ne? Also wenn mir in der Kindheit niemand eine sichere Bindungsperson war und mir beigebracht hat, wie ist das mit den Emotionen, was sind Emotionen, wie kann ich Emotionen regulieren, ne? Wenn ich all das nicht gelernt habe, ist es für mich ja kaum möglich, es weiterzugeben an mein Kind. Genau, also da bei manchen Betroffenen fehlt da einfach so ein positives Muttervorbild, weil da selber vielleicht was gefehlt hat in der eigenen Kindheit. Manchmal ist es aber auch so, dass die Betroffenen sich ganz bewusst darüber sind, was eigentlich gefehlt hat und so ganz bewusst alles anders machen wollen. Und das ist aber auch manchmal schwierig, denn wenn man, ja, das ist ja auch ein Spagat, ne? Wenn man jetzt versucht, dem Kind irgendwie alles zu geben und alle Liebe und es zu überschütten und sowieso und überhaupt und sich da nicht mehr so gut um sich selber kümmert, oder eben auch dem Kind dann nicht beibringen kann, dass es vielleicht auch mal etwas nicht bekommt, dass es eben vielleicht auch mal mit Frust umgehen muss und dass man dem Kind zeigen kann, wie das zusammengeht. Das wäre sozusagen auch so ein denkbares Szenario. Ja klar, eine richtige Überbemutterung, ne? So als Kontrapunkt zu all denen, was die selber entbehrt haben in ihrer Kindheit, zu sagen, ich mache es grundlegend anders und kommen dann in so eine Übermuttergeschichte und machen das. Genau, und der Gedanke ist ja ganz positiv, ne? Also mir hat was gefehlt und ich möchte, dass meinem Kind nichts fehlt. Das ist ja ein sehr lobenswerter, also sehr gute ein guter Grund für das Kind. Aber das ist ja gerade die Kunst und eben nicht nur für Mütter mit solchen Symptomen, sondern für uns alle, da irgendwie einen guten Mittelweg zu finden zwischen Bedürfnisbefriedigung des Kindes, aber eben auch Erziehung Befriedigung der eigenen Bedürfnisse und da irgendwie so einen Mittelweg zu finden und ein gutes Maß. Mhm. Und tatsächlich gibt es ja aber auch den anderen Typus, der da entstehen kann von Mutter. Ich nenne das jetzt mal so. Ich habe eine Patientin vor Augen, die ich mal in Behandlung hatte. Da war die Mutter eine relativ erfolgreiche Juristin. Also die war im Job sehr gut getaktet. Die war aber nach heutigem Stand, was wir erarbeitet haben, eindeutig vom Borderline-Typus. Und zu Hause war die... Aber also die Patientin hat ihre Mutter als Monster bezeichnet. Mhm. Sie hat gesagt, das waren Gewalttätigkeiten und das war ein Hass, den sie als Kind erlebt hat. Also wenn die Affektregulation sozusagen nicht greift und der volle negative Effekt von der Mutter aufs Kind durchschlägt, ja, in Form von Hass, da bleibt halt auch wirklich richtig Schaden zurück beim Kind. Genau, und wenn deine Patientin dann eben selber ein Kind hat und nicht so richtig weiß, wie das eigentlich geht, überhaupt seine eigenen Gefühle zu regeln und dann eben auch noch die Gefühle des Kindes, weil das ist schon unsere Aufgabe als Mutter, gerade in den ersten Jahren. Ein Kind kommt ja auf die Welt und wenn... Ob es jetzt schreit, weil es Hunger hat oder weil es Angst hat oder weil es kuscheln will, das ist ja erstmal ein und dasselbe. Ganz oft. Und wir müssen ja herausfinden, was das Kind braucht. Und es wurde sogar herausgefunden, dass Frauen, die so eine Borderline-Erkrankung haben, dass das denen etwas schwieriger fällt,
beim Kind zu erkennen, was das Kind jetzt eigentlich möchte. Also was die Signale des Kindes richtig zu deuten. Und das fällt den Frauen etwas schwieriger. Und das ist eben da eine gute Arbeit bei den frühen Hilfen, das so ein bisschen aufzuzeigen. Und da gibt es aber auch noch andere Programme oder Gruppen, Mathemeo, wie heißt es nochmal? Mathemeo, glaube ich. Okay. Sorry. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Manche kennen das vielleicht. Also manchmal machen das so Familienhelferinnen, die vom Jugendamt manchmal in Familien sind. Doch, Mathemeo heißt es. Die arbeiten auch mit Videodokumentation und zeigen den Müttern dann, wie der Kontakt ist, wenn die zum Beispiel ihr Kind wickeln oder so. Und da werden die Mütter angeleitet, zum Beispiel Dinge zu benennen. Also wenn die Kinder nach was greifen oder sich umdrehen wollen. Also das klingt jetzt vielleicht so selbstverständlich, aber oft ist es das nicht, weil also dann zum Beispiel zu sagen, ja, du willst dich jetzt umdrehen oder dir gefällt das jetzt nicht, wenn ich dich jetzt gerade wasche, weil der Waschlappen kalt ist oder so. Solche Dinge zu versprachlichen, das ist was, was dem Kind nachher hilft, denn es geht ja darum, die Gefühle, die das Kind hat, auch zu benennen und in eine Form zu bringen, sodass das Kind irgendwann lernt, ah, das, was ich da fühle in meinem Bauch, ist Wut oder Traurigkeit oder es ist jetzt einfach unangenehm, aber ich weiß, es geht vorbei. Und das wird in diesem Programm zum Beispiel so etwas angeleitet. Mhm. Genau. Na, das ist schön, dass du das mal erklärst, wie konkret das eigentlich passiert, wie ja, diese Unterstützungsangebote, auf welcher konkreten Handlungsebene die bei der Patientin zu Hause oder bei der Betroffenen zu Hause greifen. Ne? Weil ich glaube, was ich ganz wichtig finde, diese Kinder haben ja alle Menschen haben ja die gleichen Bedürfnisse. Ne? Und auch dieses Kind will ja eine Sicherheit, eine Nähe, eine Liebe erfahren. Also dieses Bedürfnis ist ja einfach da. Und wenn der Mensch, der die Hauptbetreuungsperson ist, nicht weiß, was sind das überhaupt für Bedürfnisse und woran erkennt das? So ganz pragmatisch, das Kind möchte sich nur umdrehen. Das kann ja nicht funktionieren. Und ich finde es ganz toll, dass es solche Angebote gibt, wo ja diese Art von Unterstützung gegeben wird. Ja, genau. Also das manchmal ist es eben schon, dass klar, wir haben alle ein Handy und wir gucken da auch alle irgendwie rein. Aber gerade für Säuglinge ist so dieser Kontakt, dieser Auge-zu-Auge-Kontakt mit der Mutter oder auch mit anderen Bindungspersonen, aber dieser enge Kontakt und dieses Ich lese in deinem Gesicht, ne? Ich sehe das, was dein Gesicht macht. Total wichtig. Also Säuglinge können ja erstmal, wenn die auf die Welt kommen, auch noch nicht so richtig scharf sehen und sehen in so einem Abstand besonders gut, der so dem Abstand entspricht, wenn eine Mutter ihr Kind stillt. Mhm. Wie sich dann die Gesichter angucken würden, sind so, weiß nicht, 30, 35 Zentimeter oder so, da sehen die Säuglinge besonders scharf. Und also so eine wirkliche, so diese 1:1 Interaktion. Und das ist, diese Interaktion ist ja so viel mehr als, naja, mein Kind ist halt sauber, frisch gewickelt, satt. Und hat geschlafen und wir haben genug zu essen und zu anziehen. Und so so pflegerische Sachen sind sozusagen abgedeckt. Sondern diese Interaktion, die ist eben besonders wichtig. Und die ist in den ersten Jahren besonders wichtig. Und eben auch schon bei ganz, ganz kleinen Babys. Hm. Ja, und wenn ich mir vorstelle, wir haben jetzt über die Mütter, die vielleicht eine Borderline Diagnose oder Erkrankung haben gesprochen, aber wenn du das so beschreibst und ich stelle mir vor, du hast jemanden mit einer Depression, ja, wo die Mutter einfach in einer Depression erkrankt ist, das, was du da besprichst, was über das Pflegerische hinauskommt, das kann die ja auch in dem Moment, wo die Erkrankung akut ist, gar nicht leisten. Ne? Genau, das für solche betroffenen Frauen könnte es eben schwierig sein, so mitzuschwingen. Ne, das ist ja so ein Kennzeichen der Depression, dass der eigene Affekt eben nicht so schwingungsfähig ist, sondern eben niedergedrückt und dass der dann eben nicht so mitschwingt. Also ich möchte wirklich an der Stelle nochmal sagen, dass
Also es, klar arbeiten wir viel mit Müttern, aber wir arbeiten auch mit Vätern oder mit der ganzen Familie. Und natürlich ist die Mutter hat auch immer so eine Sonderstellung mit so einem Baby. Aber ich finde, wir müssen auch nicht alle Verantwortung zu den Müttern geben. Ne? Also wenn ich weiß, okay, ich habe Schwierigkeiten, meine Affekte zu regulieren und wenn ich sauer werde irgendwie, dann muss ich mich erstmal selber wieder einkriegen und dann bin ich damit beschäftigt und kann mich gar nicht ums Kind kümmern, weil alles so überschießt, ja. Finde ich, kann man schon auch dafür sorgen, es ist, dass zum Beispiel eine andere Bindungsperson da ist, sodass das möglich ist. Ne? Oder wenn eine Mutter eben so einen niedergedrückten Affekt hat, und dann gibt es eben vielleicht einen Vater, der nicht depressiv ist, oder eine Oma oder eine Tante, eine Nachbarin. Es gibt eben auch andere Bindungspersonen, die man ja auch als Mutter bewusst installieren kann. Und wo man sagen kann, okay, ich habe da eine Schwierigkeit oder ich muss vielleicht auch Zeit einfach investieren, um meine eigenen gesundheitlichen Sachen so auf die Reihe zu kriegen. Und damit mein Kind immer gut versorgt ist, sorge ich auch dafür, dass es auch noch andere Bindungspersonen gibt. Kann ja auch eine Entlastung dann für die Mütter sein. Und das ähnelt ja den Maßnahmen, den Plänen, die ich auch mit Müttern entwickle, die bei mir in der Praxis sind, wegen Erschöpfungssyndromen jedweder Art, ob wir die jetzt Depressionen nennen oder irgendwas anderes. Das ist ja ganz ähnlich. Ich glaube halt nur, wenn so eine psychische Grunderkrankung darunter liegt, ist es umso wichtiger, dass die Leute schnell und früh Hilfe bekommen. Ne? Weil es passiert ja so wahnsinnig früh, wenn die Kinder noch so klein sind. Genau, also da ist eben ein Angebot wären eben diese frühen Hilfen, aber manche Mütter sind vielleicht auch selber in einer ambulanten Psychotherapie und stehen dann aber mit Kind auch nochmal vor der Herausforderung, wie kann ich zum Beispiel an einer Therapiestunde teilnehmen und vielleicht mein Baby mal eine Stunde jemandem anderen geben. In manchen Städten gibt es so organisierte Leihomas zum Beispiel oder es gibt Willkommenspaten in den Städten, die zum Beispiel sowas übernehmen könnten. Das sind meistens ehrenamtliche Mitarbeiter oder eben diese Leihomas sind auch Ehrenamtler, die kriegen so eine kleine Aufwandsentschädigung oder die Familien müssen vielleicht einen kleinen Anteil bezahlen und die können die Familien unterstützen. Und zum Beispiel bei sowas wie ich möchte, also für mich ist es besonders wichtig, an meiner Therapiestunde teilzunehmen und die ist irgendwie jeden Mittwoch. Und dann kommt die Leihoma und schiebt 2 Stunden den Kinderwagen durch den Wald und in der Zeit kann ich zu meiner Therapeutin fahren und da meine Therapiestunde machen, damit es mir weiterhin gut geht zum Beispiel. Ich mache das auch manchmal, dass sie die Babys mitbringen dürfen, wenn sich nichts findet, aber tatsächlich hat es Einfluss auf die therapeutische Arbeit, ne? Weil das geht nicht in der Intensität, wenn dann noch ein Baby mit im Raum ist, was dann doch zwischendurch wach wird und nach Aufmerksamkeit verlangt. Genau, ich habe das auch in der ambulanten Behandlung mit Müttern oft gemacht, dass die erstmal ihre Babys mitbringen, gerade am Anfang, wenn die noch viel schlafen, geht das noch ganz gut. Und vor allem kann man dann ja auch noch mal so gut beobachten, wie eigentlich die Interaktion zwischen Mutter und Kind ist. Weil manchmal fühlen sich die Mütter auch überfordert und ganz ausgelaugt und durch den Schlafmangel und so weiter. Und wenn man dann aber die Mutter mit dem Kind zusammen sieht, sieht man, dass sie vielleicht eine ganz schöne Interaktion haben. Und dann kann man die Mütter auch erstmal entlasten und sagen, nee, sie machen das total gut mit ihrem Kind. Mhm. Aber sie fühlen sich trotzdem müde und erschöpft. Aber seien Sie sich sicher, das ist erstmal schon in Ordnung so. Ne? Das finde ich ja auch immer erstmal schön zu beobachten. Aber du hast natürlich recht, wenn die Kinder älter werden, mobiler werden, dann wird es schwierig mit einem Krabbler irgendwie im Therapieraum und dann ist es irgendwie gut, wenn die Familien oder wenn die Mütter dann eine Unterstützung haben, sodass sie an der Therapie weiter teilnehmen können. Mhm.
Das ist auch aus meiner Erfahrung als Mutter jetzt erstmal eines der wichtigsten Dinge, dass man ein gutes Netzwerk braucht für solche Dinge, aber auch, um einfach auch mal Zeit für sich zu haben oder wenn man das Bedürfnis hat, hey, ich muss hier jetzt gerade mal raus, dass man das irgendwie gestemmt kriegt, dass es irgendjemand im Umfeld gibt, dem man sagen kann, nimm jetzt doch das schlafende Baby mal eben 20 Minuten unter deine Aufsicht, ich muss mal eine Runde um Block. Genau. Sag mal, was passiert denn, wenn du in den frühen Hilfen siehst, naja, das mit der Bindungsfähigkeit hier, das ist grenzwertig oder das, was du da siehst bei der Mutter in dem Fall, Väter kommen zu euch nicht, ne? Doch, zu uns kommen auch Väter. Also wir haben sogar auch Angebote extra für Väter. Zum Beispiel in Sommerferien gibt es öfter so Väterausflüge, wo dann tatsächlich auch extra nur die Männer mit den Kindern, die sind dann aber meistens schon so zwischen anderthalb und drei teilnehmen. Aber in den Krabbelgruppen hatten wir auch immer mal wieder Väter oder auch Opas, die dann mit den Kindern gekommen sind. Okay. Ich wollte eigentlich fragen, ich bin noch vom Kurs abgekommen, was machst du denn, wenn dir auffällt, naja, hier haben wir jemanden, die Mutter ist vielleicht in irgendeiner Form überlastet oder das mit der Bindungsfähigkeit scheint doch irgendwie schwierig zu sein. Was passiert dann? Also das ist tatsächlich genau die Herausforderung eigentlich in meinem Job da, weil ich bin da nicht als Therapeutin so, ne? Und kann da nicht sagen, ja, aber gucken Sie mal und so, weil ich habe keinen therapeutischen Auftrag und das ist ein sehr niederschwelliges Angebot, das heißt, es ist freiwillig, jeder kann kommen und wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Krabbelgruppe sowas beobachte, wie ja, Mutter guckt die ganze Zeit ins Handy irgendwie und das Kind versucht, die Aufmerksamkeit der Mutter zu gewinnen mit ganz tollen Sachen, kann sich auf einmal hochziehen oder kann auf einmal irgendein Steckspiel machen oder weiß der Geier sowas. Mhm. Und die Mutter guckt aber die ganze Zeit nur ins Handy und ist überhaupt nicht im Kontakt mit dem Kind. Ja, dann habe ich es immer so gehandhabt, dass ich das so stellvertretend übernommen habe und dann immer gesagt habe, guck mal, jetzt macht sie das und das, guck mal, nee, das kann sie auch schon, schau mal, boah, das macht sie aber gut. Also, dass die Mutter nochmal so ein Gefühl dafür kriegt, was macht mein Kind da jetzt eigentlich? Und so ein bisschen wegkommt von dem, was sie da gerade im Handy macht. So. Das heißt, du bist wie positives Rollenmodell, ja, gehst du dann vor und machst ihr sozusagen, ja, zeigst ihr, wie könnte man auf das Kind jetzt reagieren und was wäre situationsangemessen oder situationshilfreich hier jetzt gerade. Genau, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Mutter ist jetzt das erste, zweite Mal in der Krabbelgruppe, wenn ich jetzt auf die zugehe und sage, du, das ist aber, ne, das musst du jetzt so und so machen, dann, also ich will die Mutter ja erstens nicht verschrecken und zweitens darf ja auch erstmal jeder irgendwie kommen und auch mit seiner Überforderung kommen und es darf auch jeder erstmal kommen und uns die Kinder in die Hand drücken und sagen, jetzt halt du die einfach um 10 Minuten fest. So, ne? Mhm. Ich muss jetzt mal gerade irgendwie mein Brötchen essen ohne ein Kind auf dem Schoß oder so. Also wir sind schon auch ja dazu da, auch erstmal eine gewisse Entlastung Situation so zu schaffen. Hm. Aber es kommen bestimmt auch welche, die total verzweifelt sind, oder? Also was ist denn, wenn so richtig, hattest du das schon, dass da jemand steht und sagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr? Also ich hatte es in meiner Zeit da jetzt nicht, sondern eher so, dass die Mütter aber, also die ich dann auch über Wochen oder Monate schon begleitet habe in diesen Krabbelgruppen oder beim Frühstück immer wieder eben einfach so Wochen oder Tage hatten, wo die einfach so einen Einknicker hatten, ne? Also wo einfach irgendwie die Nächte schlecht waren und dann ist irgendwie vielleicht auch noch mit dem Partner was passiert oder was anderes und oder eben aus der eigenen Herkunftsfamilie Streitereien oder weiß der Geier. Und dass die dann in so einer Erschöpfung angekommen sind. Und wenn die Mütter schon länger kommen, dann kann man das ja anders einschätzen, wenn die dann einmal so einen Hänger haben. Wenn jetzt jemand sagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Also es ist jetzt bei mir nicht vorgekommen. Also weil häufig ist es ja schon so,
hey, komm mal hier an, ich nehme dein Kind, du setzt dich jetzt erstmal hin, iss mal ein Brötchen, trink mal einen Kaffee, atme mal tief durch, ne? Und dass sich alles erstmal so ein bisschen beruhigt. Ja. Häufig, oder was ja häufig in Therapien, in Kliniken oder in Gruppen auch häufig der Fall ist, dass es da bei den Müttern auch so, es gibt da, und da bin ich persönlich immer sehr für, also auch aus meiner eigenen Erfahrung als Mutter, ich bin immer für so eine Müttersolidarität. Ich finde das ganz schlimm, wenn auf dem Spielplatz irgendwie ein Kind irgendwie sich total, weiß ich nicht, daneben benimmt und alle gucken weg und sagen, ja, ist ja nicht meins. So, ne? Also irgendwie müssen doch wir Mütter alle zusammenhalten, finde ich. Und, und das passiert da aber häufig in den Gruppen, dass dann da jemand gibt, der sagt, hey, das war bei mir auch schon mal so oder hey, solche Nächte kenne ich und du, bei mir hat das und das geholfen oder so. Also, dass sich die Mütter auch gegenseitig einfach unterstützen und auffangen. Das erlebe ich da und dafür ist natürlich so ein Kontaktangebot auch da. Ja, also ich finde, das war ein ganz schöner Appell und das bringt uns auch schon so ein bisschen zum Schlusswort. Und ich finde, dass ich würde da gerne noch neben diesen Mütter sollten zusammenhalten, auch nochmal daran appellieren, dass wenn Mütter sich in so einer Überforderungssituation fühlen, dass sie sich Hilfe holen sollen. Und dazu ist natürlich so ein Angebot wie die frühen Hilfen, so wie ihr es anbietet, in Leverkusen eine tolle Sache. Das kann natürlich auch ein therapeutisches Angebot sein oder Erziehungsberatungsstellen. Es gibt ja wirklich in jeder Stadt Möglichkeiten, Anlaufstellen, die erstmal kein Geld kosten und wo man erstmal aufgefangen wird. Und genau, und auch, also auch das Jugendamt in den Städten, dass viele Familien haben da so eine Angst vor und wenn die Jugendamt hört, denkt die immer, oh Gott, mein Kind wird mir weggenommen. Aber so ist es ja nicht. Und es gibt eben, wie du schon gesagt hast, Erziehungsberatungsstellen, auch städtische Erziehungsberatungsstellen, die vielleicht ans Jugendamt angegliedert sind. Und wenn da also eine Familie kommt und sagt, wir brauchen Hilfe, wir sind an der Stelle überfordert, dann bekommen die die. Also, und da kriegt auch keiner sein Kind weggenommen, sondern das ist ja eher positiv, wenn man sagt, so das und das, da brauche ich vielleicht eine Unterstützung oder eben wie zum Beispiel so einen Paten oder der einfach, ja manchmal sind das ja so kleine Dinge, einfach mal kommt, eine Stunde mit dem Kind spielt und ich kann einkaufen gehen oder so. Ja, und ich kann aus meiner Psychotherapeuten-Erfahrung sagen, dass ich das auch genau so unterstütze und dass ich versuche, meine Mütter in ein Netzwerk zu bringen von erstmal anderen Menschen, die sich solidarisch zeigen, andere Mütter, aber auch Freundinnen ohne Kinder, die Männer natürlich mit ins Boot holen, wenn sie noch nicht im Boot sind, ne? Und dann natürlich auch wirklich so ein Helfersystem, also wenn jemand wirklich schwer depressiv ist oder jemand eine Borderline-Erkrankung hat, da müssen einfach andere Personen mit an Bord, die diesen Ausfall der Person ja kompensieren in irgendeiner Form, weil die kann ihren Erziehungs- und Schutzauftrag eben im Augenblick in den Akutphasen nicht wahrnehmen und das braucht Unterstützung. Ja, und da gibt es doch auch dieses afrikanische Sprichwort, das fällt mir da ein an der Stelle. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Das finde ich so ganz schön, weil es hängt eben nicht alles nur an uns Müttern. Genau, es hängt eben nicht alles nur an uns Müttern. Es fühlt sich nur manchmal so an, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Vielleicht auch aus meiner eigenen Anspruchshaltung heraus, ne? Weil ich es auch nicht anders gelernt habe. Weil ich auch das klassische Rollenmodell zu Hause bekommen habe. Aber ich finde das Bild mit dem Dorf einfach auch wunderschön und schon sinkt so die Verantwortung des Einzelnen. Und es können halt einfach Dinge kompensiert werden und es kommen noch andere Stärken von Menschen hinzu, die man selber auch gar nicht hat, weil man kann ja nicht alles für das Kind sein, alles für das Kind tun und immer wissen, was das Richtige ist. Genau. Ja, schön. Gibt es noch irgendwas, was du noch sagen möchtest am Ende des Interviews? Okay. Gut.
Elke, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Erklärung und ja, dass du uns Einblick in die tolle Arbeit, die du da machst, gewährt hast. Und ich setze dann an dieser Stelle einen Punkt und freue mich drauf, dass wir uns bestimmt in den nächsten Jahren zu einem anderen Thema mal widersprechen. Ja, gerne. Danke, Sabine.